Es ist ein besonderer Nachmittag im Filmhaus Berlin. Experten aus der Kunst- und Filmbranche haben sich am 22. Mai 2019 versammelt, um die Beiträge der Kategorie Kurzfilm des 49. Internationalen Jugendwettbewerbs Jugendkreativ zu jurieren. Zum Thema Musik bewegt haben Jugendliche aus ganz Deutschland insgesamt knapp 490.000 Wettbewerbsbeiträge bei den teilnehmenden Volksbanken und Raiffeisenbanken eingereicht. Davon etwa 250 Kurzfilme, die sie zum Teil auch direkt auf das Kurzfilmportal hochgeladen haben. Also was wir so in unserer Juryarbeit oder bei der Einreichung beobachten können, ist, dass irgendwie das technische Know-how von den Kindern und Jugendlichen extrem so anwächst. Gerade bei den Älteren, also das kann man so gut schön beobachten mit Drohnenflügen, die zum Teil jetzt eingesetzt werden, weil die auch mal günstiger werden. Aber auf der anderen Seite, die Themen bleiben oftmals gleich. Mobbing, Gangstergeschichten. Die Filme, die die Jury an diesem Tag in Berlin zu sehen bekommt, haben zuvor bereits die Jurys auf Orts- und Landesebene passiert. Was am meisten mir begeistert, ist eine originelle Geschichte. Das ist eine Geschichte, die auch in dem Kurzfilm die Zeit richtig überbrückt, bis in der Regel zu einer schönen Überraschung, ein Turning Point. Als Tipps für heranwachsende Filmschaffende würde ich geben, probiert auf jeden Fall viel aus, experimentiert viel und vor allem teilt die Technik, die ihr habt und euer Wissen, tauscht euch immer viel aus und macht alles unter dem Motto, also denkt nicht irgendwie, ich kann das nicht, sondern ich kann das herausfinden und durch Google und eine YouTube-Tutorial-Suche kann man eigentlich alles irgendwie sich anlernen. Mit der nächsten Wettbewerbsrunde feiert Jugendkreativ übrigens 50-jähriges Jubiläum. Auch einige der Jurymitglieder begleiten den Jugendwettbewerb schon seit vielen Jahren. Ich bewundere das hohe ästhetische Niveau und die große Fertigkeit, mit den entsprechenden Arbeitsgeräten und technischen Mitteln umzugehen, was tatsächlich die meisten sich selber beigebracht haben. Auf die Bundessiegerinnen und Sieger wartet eine Sommerakademie zusammen mit professionellen Künstlerinnen und Künstlern an der Ostsee. Viel Spaß beim Filmen, Malen und Fotografieren und herzlichen Glückwunsch an die besten Nachwuchskünstler Deutschlands. Alle Infos gibt es online auf jugendkreativ-video.de.